möchte ich Ihnen die Gelegenheit bieten, fünf unserer Startups auf der Startup-Fläche genauer kennenzulernen. Wir haben insgesamt 26 Startups diese ISH-Woche dabei und in der kommenden halben Stunde, die täglich stattfindet, möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, mal etwas genauer hineinzuschauen. Was sind die Startups? Warum sind sie anders? Was sind die Ideen dahinter? Und wir haben fünf fantastische junge Gründer, die sich heute Ihnen präsentieren wollen. Und wir fangen auch gleich an. Ich möchte da gar nicht so viel Zeit wegnehmen. Ich klicke mal hier weiter. Wir starten heute mit dem Startup Autark. Der Gründer Etienne Krause wird uns heute einiges zu deiner Lösung erzählen. Genau, gerne einfach nehmen. Hier ist der Pointer. Ihr habt eine Software für Handwerker entwickelt, die bei dem Umgang mit der Wärmepumpe unterstützen sollen. Und ich möchte dir hier gerne die Bühne direkt überlassen. Bitte schön, viel Freude. Ja, vielen Dank. Genau, mein Name ist Etienne Krause. Ich habe rund vier Jahre lang im Heizungsbau gearbeitet und in den letzten zwei Jahren vor allem in der Beratung und der Softwareentwicklung. Die Erfahrung aus der Zeit haben wir mitgenommen als Gründerteam und autark entwickelt. Als wir uns Ende letztes Jahr das Thema angeschaut haben, ist uns vor allem eins klar geworden, dass unserer Meinung nach Wärmepumpen die beste Lösung sind zur Dekarbonisierung von Einfamilienhäusern. Das Grund aufgrund von zwei Faktoren. Das eine ist der sehr geringe CO2-Einfluss im Verhältnis zu anderen Systemen. Und das zweite ist der sehr, sehr gute COP-Wert im Verhältnis zu anderen Systemen im Markt. Was wir aber vor allem aus der Phase der Validierung, als wir als Startup mit ganz, ganz vielen Installateuren über 60, 80 Betriebe, mit denen wir gesprochen haben, gemerkt haben, ist, dass es einfach zu wenige Installateure bislang gibt, die sich auf die Wärmepumpe fokussieren. Klar, auf der einen Seite haben wir Probleme in den Lieferketten, wir haben Probleme, dass nicht genügend Anlagen zur Verfügung stehen. Was wir uns vor allem angeschaut haben, sind die prozessualen Probleme dieser Unternehmen. Das eine ist die fehlende Kapazität, das zweite ist, sie sind oftmals sehr gering spezialisiert. Das heißt, gerade mal 20% der Installateure haben sich heute sogar erst mit der Wärmepumpe beschäftigt. Das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass es ein komplexes System ist, was viel auch Beratungsleistungen bei den Kunden und Planungsleistungen erfordert und im anderen Sinne dann auch zugrunde liegende regulatorische Maßnahmen, die sich ändern, sozusagen dann auch ein zunehmendes Problem für die Unternehmen darstellt. Wir haben gesehen, dass Installateure nehmen ein hohes Risiko wahr, als bestehendes Unternehmen sich auf die Wärmepumpe zu fokussieren und von dem klassischen Öl- und Gasgerät wegzukommen. Wir als Autark, wir wollen Installateure mit unserer Software zu Wärmepumpenprofis machen. Und das machen wir zum einen, indem wir ihnen helfen, ihre Konvertierungsraten zu erhöhen. Wir wollen ihre Prozesse standardisieren und im Endeffekt auch die Wirtschaftlichkeiten steigern. Wie wir das machen, möchte ich Ihnen gerne anhand unseres Produktes zeigen, was wir unterteilt haben in vier Bereiche. Der erste Schritt ist der Qualifizierungsbereich. Das heißt, wir ermöglichen es, Installateuren auf ihrer Webseite einen Schnellcheck zu integrieren. Damit können sie ihren Endkunden eine relativ schnelle Beratung geben. Sie können sozusagen auch direkt ein Richtpreisangebot rausschicken und damit auch den Endkunden sehr gut beraten. Der zweite Schritt ist die Automatisierung. Wir haben eine Software entwickelt, eine mobile Datenerhebung, die der Fachpartner selber machen kann. Das heißt, der kann ihn entweder sozusagen den Endkunden am Telefon beraten oder eben auch direkt rausfahren, mit unserer mobilen Applikation alle Daten aufnehmen, die er benötigt oder es auch dem Endkunden ermöglichen, diese Daten, die wir brauchen für die Gebäude, aufnehmen zu können und auch direkt die Ergebnisse zu erhalten. Was ist der Hintergrund und sozusagen das Ergebnis dieser Datenaufnahme? Wir standardisieren das Ganze eben so, dass nach dieser Datenaufnahme, die passiert, eine direkte Heizlastberechnung, sowohl eine raumweise Heizlastberechnung nach der DIN EN 12831, wie auch das Verbrauchsverfahren herauskommt. Wir machen eine direkte Heizflächenauslegung mit genau der Antworten, die der Heizungsinstallateur als auch der Endkunde hat, müssen Heizungsflächen vergrößert werden, die er dann sozusagen direkt in dieser Software bekommt. Wir haben auch den hydraulischen Abgleich nach dem Verfahren B mit drin und im Endeffekt dann auch die Förderanträge. Und das alles in einem Arbeitsschritt. Das heißt, wir reduzieren deutlich die Zeit. Die Betriebe, mit denen wir im Moment zusammenarbeiten, brauchen rund eine Stunde für alle Berechnungen und haben direkt alle Ergebnisse parat, müssen nicht mehr mit einem Energieberater arbeiten oder es auf die Hersteller verlassen. Und der letzte Schritt ist im Endeffekt, die Betriebe, die wir ansprechen, ist, dass wir mit dieser Software eine Oberfläche geschaffen haben für die Betriebsbesitzer, wo sie einmal alle Kundendaten, alle Projekte, Förderanträge, Herstellerdaten und Wartungsprotokolle drin haben.
Unser Investor Vinci ist zum Anfang des Jahres der größte Baukonzern Europas bei uns eingestiegen. Darüber hinaus haben wir zahlreiche Betriebe, die das Tool direkt schon deutschlandweit für ihre Projekte nutzen. Und wir möchten Sie natürlich herzlich einladen, uns in der Halle 11 am Platz D47 einmal zu besuchen, damit wir Ihnen die Software auch einmal persönlich vorstellen können. Wir haben im Moment eine 30 Tage kostenlose Version, eine Testversion. Das heißt, wenn Sie einen Betrieb haben, können Sie gerne auf uns zu und testen das Ganze einfach mal in der Praxis aus. Und genau, wir freuen uns darauf, Sie persönlich an unserem Stand kennenzulernen. Vielen Dank. Super. Ach so, ja, danke. Sehr spannend, gerade das Thema mit dem hydraulischen Abgleich und die Förderprogramme und die Berechnung. Das ist ja gerade eins der wesentlichen Themen, die auch die Handwerksbetriebe beschäftigen. Das heißt, Herr Krause steht Ihnen natürlich weiter zur Verfügung, wenn Sie da mal direkt ins Gespräch gehen wollen. Wir machen weiter mit Iliu. Der Gründer Dirk Bornhorst ist heute hier und stellt seine Lösung vor. Ihr habt euch mit dem Thema solarelektrisches Gebäude auseinandergesetzt und zwei Schlüsseltechnologien darin vereint in eurem Angebot. Und wie die es aussieht und welche Details dahinter stecken, das wirst du uns jetzt zum Glück erzählen. Danke dir. Gerne. Ja, die Welt wird all electric, haben wir jetzt vorhin auch schon gehört. Und das sind eben solarelektrische Gebäude, wie sie umgesetzt werden können, wenn man die Investition wirklich in die Fassade reinsetzt, in die Photovoltaik, die eben als einziges technisches System eine Rendite abwirft am Gebäude. Damit haben wir uns in Forschungsprojekten auch in Konstanz und an der TU Kaiserslautern relativ lange eben mit beschäftigt, wie kann ich vereinfachte Technik einsetzen und trotzdem voll in die Photovoltaik, in die Erneuerbare reingehen. Das ist mal so der Energiebedarf eines Neubaus oder eines sehr stark modernisierten Bestandes. Es viertelt sich immer so in Richtung dieser Sektoren Raumwärme, Warmwasser, Nutzerstrom und E-Mobility, die ja immer mehr dazukommt. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich eben nicht nur hier die Raumwärme effizient gestalten, sondern wie kann ich die anderen Sektoren einfach auch mitnehmen? Das ist ein Gebäudekonzept, wie wir uns einfach vorstellen, dass wir mit technisch einfachen Materialien, also der Infrarotheizung, auch dem Fachkräftemangel irgendwo entgegenkommen, um wirklich ein technisch sehr, sehr einfaches Heizungssystem ins Gebäude reinzubringen und dafür die Photovoltaik auf dem Dach wirklich großflächig auszudimensionieren und in der Fassade eben die Photovoltaik mitzunehmen. Natürlich über Brauchwasser-Wärmepumpen noch den Warmwassersektor mitnehmen und die E-Mobilität natürlich auch mit einbeziehen. Hier sehen wir schön, im Winter brauchen wir die Wärme, ist klar. Hier mitten im Winter Schnee auf allen Dächern, aber in der Fassade einfach schneefrei. Wir haben auch die durch die niedrigstehende Wintersonne einen sehr hohen Winterertrag auch an der Südfassade. Im Vergleich zum Dach, wo ich natürlich den maximalen Ertrag übers Jahr habe, kann ich hier wirklich meinen Januar, Februar, November, Dezember Ertrag gut verdoppeln, wenn ich in die Fassade gehe. Es gibt Möglichkeiten, hier Absturzsicherung oben auf einem Gewerbegebäude zum Beispiel zu machen, also sehr viel Innovation, auch im Bereich der Module, was ich mit Glas-Glas-Modulen machen kann. Hier voll in die Fassade, einfach Süd, Ost, West und bei diesem Gebäude auch sogar die Nordfassade, einfach um zu zeigen, was möglich ist. Hier dann das Infrarot-Heizungssystem als technisch einfachstes Heizungssystem, was es auf dem Markt gibt. Der Elektriker, der imstande ist, hier die Lampe oben anzuschließen, hängt gleichzeitig die Heizung auf. Hier im Bürogebäude, im Wohnbereich, also auch da wirklich darauf achten, dass es auch ja, architektonisch also interessant aussieht und im Design einfach super top ist. Hier im Badezimmer zum Beispiel, ich gehe duschen und komme und drücke hier oben quasi aufs Display drauf und habe nach 10 Minuten Duschen oder 5 Minuten Duschen ein warmes Handtuch, komme raus und werde von der Seite auch noch angestrahlt. Da brauche ich nicht 12 Stunden am Tag meine Fußbodenheizung im Badezimmer zu betreiben zum Beispiel. Hier auch nochmal im Wohnbereich. Büroobjekte, die natürlich super schnell nachinstalliert werden können und für den Altbau natürlich super interessant als Hybrid-solarelektrisches Heizungssystem. Einfach über die vorhandenen Radiatoren hier eine niedrige Vorlauftemperatur von teilweise nur 35 Grad weiterfahren und dann diese Spitzenlast eben so einsetzen über die Infrarotheizung, um einfach Behaglichkeiten zu schaffen. Hier vorne sitzt eine Dame, der ist immer warm und hier drüben sitzen zwei Jungs, denen ist immer kalt. Ich kann komplett unterschiedliche
Behaglichkeitsniveaus über diese Technologie schaffen. Das sind Projekte von uns, von Elio, hier im Raum Bodensee relativ viel. Es sind nicht alle Projekte von uns, aber von befreundeten Firmen auch, die eben das gleiche System umsetzen und All Electric in Kombination mit der Infrarotheizung und der Photovoltaikanlage gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, sehr spannende Sache. Wir haben noch ein bisschen Zeit über, aber ich möchte das gleich nutzen, um zu Green Venture zu gehen. Auch ein junges Startup, Gründer David Fischer. Herzlich willkommen auf der Bühne. Genau, ihr habt auch eine Softwarelösung entwickelt und damit können datengestützte Entscheidungen für die Energieplanung getroffen werden. Also auch, wir sind wieder bei dem Thema Energiesystemsteuerung und so weiter. Eine ganz spannende Geschichte. Wir freuen uns auf dein Pitch. Danke. Dankeschön. Zurück. Ja, hallo. Wie gerade schon erwähnt, wir haben uns ausgegründet aus Fraunhofer und KIT 2019 mit dem Ziel, dass wir die Sachen, die wir in der Forschung entwickelt haben, nutzen wollen, um die Energiewende voranzubringen. Und wir wollen da wirklich einen möglichst großen Einfluss haben und sehen den in den Städten. Das heißt, was heißt denn Energiewende in Städten voranbringen? Das sind einfach große Projekte, das heißt Wärmenetze, das heißt Quartierskonzepte, das heißt Transformationen von Wärmenetzen auch. Also wie schaffen wir es eigentlich, Städte CO2-neutral mit Strom und Wärme zu versorgen? Und klar, Wärme ist eins unserer großen Themen, deswegen sind wir heute hier. Und wir haben es gerade schon im Einfamilienhaus gesehen, es ist extrem komplex, wie viele Technologien man eigentlich kombinieren kann. Und wenn es nur darum geht, eine Wärmepumpe in einem Gebäude zu optimieren, ist schon ein großes Ding. Jetzt stellen Sie sich mal eine Stadt wie Frankfurt vor, was man da alles an Daten erheben muss, wenn man jedes Haus inventarisiert, jeden Datenpunkt. Also die Kombinationen sind enorm. Also einfach ein riesengroßen Möglichkeitenraum. Die Städte sind überfordert. Es braucht einfach, ja, also es braucht eine koordinierte Planung von oben runter. Und man muss es möglichst detailliert machen, um einfach jedes Gebäude zu bekommen. Und da setzen wir eben ein. Wir erheben die Daten für jedes Gebäude. Ist auch klar, dass Software einfach hier einen riesigen Vorteil hat. Ja, wir koppeln verschiedene Datengrundlagen ein, Satellitenbilder, Sensordaten, Kartendaten, um dann eben ein gebäudescharfes Abbild des Energiesystems, in dem Fall jetzt in der Stadt, zu kriegen. Das verschneiden wir dann mit Energiemodellen, machen auch mit Bildanalysen, extrahieren wir uns die nötigen Informationen raus und können damit dann die erneuerbaren Energiepotenziale bestimmen auf Stadtebene. Das heißt, solare Potenziale, Umweltwärme, Erdwärme. Wir können dann damit auch schauen, wo sind denn mögliche Verläufe für Wärmenetze? Also wie sieht die Energieinfrastruktur aus? Welchen Mix braucht man eigentlich, um diese Stadt energieneutral oder klimaneutral zu versorgen? Und können dann eben ganz gezielt den kostenoptimalsten und auch den akzeptabelsten Weg, weil Kosten sind nicht alles, Akzeptanz ist auch ein großes Thema, für diese Transformation schaffen. Grundlage dafür ist unser digitaler Zwilling. Das ist dann hier zum Beispiel eine Stadt wie bei uns im Süden, wo wir den ersten kommunalen Wärmeplan gemacht haben, den es in Baden-Württemberg nach dem neuen Klimaschutzkonzept gibt. Ja, kommunale Wärmeplanung, also alle Städte größer 10.000 Euro werden bald, größer 10.000 Einwohner, werden bald verpflichtet, einen Wärmeplan zu machen. Und so kann das dann in der ersten Stufe aussehen. Alle Gebäude werden erhoben, man hat die Wärmenetze und kann von dort, hat man ein sehr gutes Abbild des Status quo und kann dann in die Planung einsteigen. Und so könnte dann das Ergebnis aussehen oder ein beispielhaftes Ergebnis. Wir können dann die Städte in Zonen unterteilen, wissen, in welchen Zonen machen welche Versorgungstechnologien Sinn, wo bauen wir die Netze aus. Alles ist algorithmisch unterstützt. Und dadurch, dass wir das so gebäudescharf erheben, können wir natürlich auch die Analysen gebäudescharf durchführen. Das heißt, wir können auch für die Einzelgebäude, eventuell unterstützt durch eine Datenaufnahme vor Ort, auch Analysen rausbringen, um zu gucken, was ist für dieses Gebäude eigentlich die optimale Lösung. Im Wärmebereich wird das gerade natürlich großes Thema, aber wir können das auch im Photovoltaikbereich, und da kommt dann eben auch die Bildanalyse raus, können dann auch einzelne, sagen wir mal, Berechnungen auskoppeln als modulare App und ja, zum Beispiel Energieversorgern oder Systemanbietern wie großen Heizungshäusern auch anbieten als Berechnungskern und um eine stärkere Kundenbindung damit zu erzielen. Wie gesagt, ist ein großes Thema. Wir sind mittlerweile bei über 70 Städten
im Einsatz. Größte ist momentan Dortmund, kleinste liegt irgendwo im Schwarzwald. Und entsprechend ist auch das Lösungsspektrum. Ja? Also jeder dieser Kunden braucht halt eine individuelle abgestimmte Lösung dafür. Wir kommen aus der Stromversorgung, da habe ich früher viel dafür geforscht. Deswegen haben wir auch sehr, sehr große Verbindungen immer noch zu den Netzbetreibern und Energieversorgern, die einfach im Trio mit den Städten dort die Energiewende auch gestalten. Wir entwickeln ständig weiter, haben unsere Beziehung zum KIT, Fraunhofer und der ETH gepflegt und ja, wir haben eigentlich viel zu erzählen. Wir haben sehr viel Lust, auch vielleicht mit Ihnen die Energiewende voranzubringen und würden uns total freuen, wenn Sie einfach gleich bei unserem Stand vorbeikommen, wo ich Ihnen dann unser Lösungsportfolio präsentieren kann. Das heißt, zum einen können Sie bei uns die Software Standalone beziehen, zum anderen sagen wir ganz oft, dass wir die Expertise, die wir jetzt haben, auch gerne mit Ihnen teilen und mit einem Technical Support Ihnen auch wirklich durchs ganze Projekt zur Seite stehen. Aber wie gesagt, mehr davon an unserem Stand. Dort oben und Dankeschön. Dankeschön. Genau. Jetzt haben wir drei spannende Startups auf der Bühne gehabt, die sich mit dem Thema Energie beschäftigt haben und Energieeffizienzlösungen. Tatsächlich ist das Portfolio von jungen Gründungen und Innovationen natürlich deutlich größer. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, Herrn Guido Linden hier auf der Bühne begrüßen zu können. Auch schon, so wie ich das verstanden habe, seit einer ganzen Weile in der SAK-Branche tätig, aber jetzt mit einer Innovation zum Thema Luftsterilisation. Also wir springen im Thema. So sehen Sie, wie vielfältig auch junge Innovationen sein können. Und ich bin gespannt, was Sie uns jetzt zu Nuevo erzählen können. Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Guido Linden, ich bin Mitgründer und auch Gesellschafter der neuen Nuevo Biosecurity GmbH bzw. AG. Wir sind eine Schweizer Gesellschaft, neu gegründet, starten erst ab dem 1.4. Aber wir haben uns im Prinzip halt eben ein ganzes Konzept überlegt. Thema Biosecurity in dem Bereich hier eher unbekannt. Wenn Sie in den Tierzuchtbereich gehen, da ist das Thema relativ mehr bekannt und es ist halt eben auch damit verbunden, nicht nur Sicherheitsbedingungen, Bio-Sicherheits-Hygiene-Konzepte zu entwickeln, sondern auch die ganze Luft-Air-Klimatik entsprechend dahingehend. Ja, angetrieben von der Wissenschaft, das Ganze ist schon länger in der Mache über die NATO, Air Force und in Großbritannien entwickelt worden. Und wir haben zum einen Desinfektionsmittel, die auch als Reinigungsmittel eingesetzt werden, auch in RLT-Anlagen derzeit schon, um halt eben auch dort möglichst große Hygiene darzustellen und halt eben auch die Sicherheit. Was ist überhaupt dann das PDD? Was wir hier vorstellen, ist eines der Biozid- bzw. biologischen Konzepte, ein PDD-Autoklave-System. Was heißt PDD-Autoklave? Es ist Protect Denature Destroy. Autoklave ist im Prinzip nichts anderes wie schützend, denaturiert und Schadstoffe vernichtend in der Aerosol, im Luftbewegungsbereich. Und das ist ein wesentlicher Faktor, wo halt eben gerade während der Pandemie das Ganze hochgekocht ist, aber auch vorher schon Viren, Bakterien verbreitet werden bis hin zu Seuchen. Und wir haben diese Technologie weiter verfeinert und explizit halt eben ausgebaut und können heute sagen, dass wir gegenüber den herkömmlichen Luftfiltersystemen, Luftreinigungssystemen einen Ticken höher arbeiten. Das heißt also, wir haben eine höhere Luftstromrate und dadurch können wir erheblich weniger bzw. mehrere Stoffe dadurch abtöten. Wir haben nachweislich durch verschiedenste Labore eine Quote von 99,39% erreicht. Das heißt, die Standards, die derzeit existieren, übertreffen wir. Und es ist im Prinzip ein relativ neues System, was auf der Sterilitätstechnik existiert. Und dieser wissenschaftliche Ansatz heißt halt eben auch, dass wir da vermehrt auch in verschiedenste Rubriken reingehen. Das heißt, es gibt Standalone-Geräte, es gibt aber auch entsprechende Geräte, die bis hin in den RLT-Anlagen eingebaut werden können. Und das halt eben mit wenig Einsatz. Wir haben das erste Cube-Gerät haben wir hier im Stand, können wir Ihnen gerne präsentieren. Und es ist wirklich reine Luft, was wir dort erzeugen. Reine, neue Luft, so wie auch der Name Nuevo das Ganze halt eben explizit darstellt, mit entsprechenden Parametern. Ich möchte jetzt nicht zu viel auf die einzelnen Texte eingehen, das kann man vielleicht später auch noch mal kurz erklären.
wie funktioniert so eine PDD-Technologie? Es wird im Prinzip halt eben angesaugt in dem Cube. Es ist wie so eine Art Turbine, die dort aktiv ist, entsprechende elektronische Medien erzeugt und halt eben dadurch sämtliche Bakterien, Schadstoffe und Viren abgetötet werden. Die werden im Prinzip aufgeschlitzt. Und was das Wesentliche dabei ist, wir brauchen keine Filter. Das Einzige, was wir einsetzen, sind Motorschutzfilter, um halt eben die Geräte zu schützen. Und dann kommt natürlich die Frage, wie ist die Wartung, Wartungsintervall? Da sind wir sehr nachhaltig. In der Regel innerhalb von einem Jahr eine Wartung auf den Motorschutzfilter austauschen, reinigen und das war's. Und das Ganze halt eben nicht nur bei den Standalone-Geräten, sondern halt eben auch in den RLT-Anlagen. Hier sehen Sie im Teilbereich, wir haben insgesamt 6 verschiedene Systeme. Das, was wir hier haben, der kleine Cube, der setzt 100 Kubikmeter die Stunde um. Wenn man beispielsweise in den Gesundheitsbereich hineingeht, dann muss man das Ganze dreifach bewirken. Das heißt, wir haben dort entsprechend höhere Luftstromraten, wo im Prinzip alle 20 Minuten komplett ein Raum oder eine komplette Begebenheit umgewälzt wird und halt eben wirklich sterile Luft erzeugt wird. Das Ganze natürlich auch in den Einbau, also Lüftungsanlagen, Klimaanlagen bis hin halt eben zu den Industrieanlagen, wo halt eben verschiedene Kammernsysteme dort mitwirken und entsprechend dort den Luftwechsel garantiert wird. Wo wird das Ganze überall eingesetzt? Wir haben derzeit Piloten. Aktuell sind wir in London bei den U-Bahn-Stationen dabei, entsprechend die U-Bahn-Stationen da auszurüsten mit unseren Cubes. Das Ganze in transportmobilen Systemen, wie Sie jetzt hier im Bahnbereich, in Flugzeugen, im Tiertransportbereich, dann auf dem stationären Bereich natürlich, überall, wo stationäre Gebäude etc. Auch da im Tierzuchtbereich, wo im Prinzip diese Geräte wirken und halt eben auch nachweislich entsprechende Wirkung zeigen. Die Vorteile hier nochmal kurz zusammengefasst. Wie gesagt, es ist eine einzigartige Technologie, die halt eben wirklich proprietäre EDFT-Technologie sozusagen erzeugt, ist also patentiert und halt eben auch nach allen Standards, europäischen Standards zertifiziert. Wir sind jetzt gerade noch dabei, im Gesundheitsbereich auch eine VAH, also die RKI-Zertifizierung durchzukriegen, die im Prinzip halt eben dann auch nochmal in ganz andere Bereiche uns hineinführt. Wie gesagt, wer mehr erfahren will, wir wollen dahingehend so ein bisschen revolutionär das Ganze im Luftsektor betreiben, können sich gerne im Stand bei uns weiter informieren. Ich freue mich drauf. Danke. Dankeschön, Herr Linden. Genau, Sie haben es gehört, in Halle 11.0 gleich hier auf der anderen Seite ist unsere Startup-Area. Da können Sie mit Herrn Linden nochmal direkt in den persönlichen Austausch gehen. Last but not least, unser 5. Startup des Tages, Herr Achim Steitz. Sie beschäftigen sich mit der Energieeffizienz in Ein- und Mehrfamilienhäusern und haben tatsächlich etwas entwickelt, was man, anders als bei vielen Startups, auch anfassen kann. Insofern überlasse ich Ihnen gerne die Bühne und erzählen Sie unserem Publikum gerne mehr zu Steitz Innovation. Herzlichen Dank. Gerne. Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Achim Steitz von Steitz Innovation. Wir sind 2020 gegründet worden und haben als Option, dass wir Produkte verbessern und optimieren wollen, die auch auf dem Markt zwar schon vorhanden sind, aber nach unserer Meinung noch nicht so optimal laufen. Unser Produkt, das ich Ihnen gleich vorstellen werde, ist patentiert, was auch ein Zeichen dafür ist, dass es ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Wir haben uns dem Produkt Magnetitabscheider angenommen. Und zwar, die Situation sieht momentan wie folgt aus. Wenn wir einen Magnetitabscheider nachträglich in ein System einbauen, brauchen wir fast 3 Stunden Montagezeit. Das bedeutet immensen Zeitaufwand, auch Kosten. Unser System braucht sage und schreibe 3 Minuten. 3 Stunden, 3 Minuten. So jetzt zur ersten Message. Wir müssen unser System nicht ausspülen, wie es bei allen bisherigen Systemen der Fall war. Wir machen das Ganze, die Reinigung, trocken. Auch ein durchaus interessantes Thema, weil das Entleeren der Anlage auch ein Nachfüllen des Systems mit sich bringt. Zum Montageaufwand noch ein entscheidender Punkt. Diese 3 Stunden Montagezeit kommen daher, dass wir das bestehende System entleeren müssen. Wir müssen es aufschneiden, wir müssen ein neues Produkt einbauen, einen Magnetitabscheider, wieder befüllen und entlüften. Ein sehr aufwendiges, zeitaufwendiges Prozedere.
Und unser Magnetitabscheider ist bei der Reinigung ist nicht notwendig, das Heizsystem abzuschalten oder zu unterbrechen. Wir reinigen das System während des Betriebes. Ich gebe Ihnen schon mal einen optischen Vorblick, wie das Produkt aussieht. Wir kombinieren 130 mm Hocheffizienzpumpen, die es auf dem Markt ja gibt, inklusive unserem Magnetitabscheider zu einer kompakten 180 mm Einheit. Das entspricht genau 1:1 der millionenfach verbauten Standardpumpe. Und genau da will ich jetzt kurz drauf zu sprechen kommen. Wir haben schätzungsweise laut Bundeswirtschaftsministerium 25 bis 30 Millionen Heizungspumpen in Deutschland in den Systemen. Wenn wir nur davon ausgehen, dass 25% dieser Heizungspumpen 180 mm sind und DN25, so reden wir für unseren Magnetitabscheider für ein Volumen von über 7 Millionen Stück. Das ist, glaube ich, eine Zahl, das hätte man so nicht gedacht. Und da ist ein gewaltiger Markt zu bearbeiten. Hier sieht man wunderbar, wie wir die bestehende Strecke nutzen. Man sieht das alte Produkt, das 180 mm hat, und unser neues Produkt, das in dieser bestehenden, vorhandenen Einbaustrecke 1:1 hineinpasst. Das heißt, wir haben einen immensen Montageaufwandseinsparung. 98% der Zeit wird gespart. Zeit ist Geld. Und wir haben ja auch ein ganz großes Problem, dass uns die Handwerkerressourcen nicht zur Verfügung stehen. Wir wollen nochmal auf die besonderen Punkte, die auch patentiert sind, zurückkommen. Unser System wird mit einem Dreh des Funktionshebels gewartet. Wir drehen dabei die Funktionskugel, in der ein Magnet enthalten ist, aus dem Medium Wasser heraus, ohne das System anhalten zu müssen, reinigen es und drehen es wieder zurück. Die Montage, wie gesagt, umfasst 3 Minuten. Wir sparen wertvolle Energie, denn die neu zu installierende Pumpe, die aufgrund der angesagten Energiewende jetzt wohl überall eingebaut werden wird, braucht einen adäquaten Schutz. Und hier muss die Nachricht ganz klar sein, unser MK1 Magnetitabscheider kombiniert mit der 130er Standardpumpe ist hier die Lösung. Schnell, effizient, sofort habt Ihr Kunde den Vorteil des Energieeinsparens und des Schutzes des Systems. Wir haben kein Ausspülen des Systems. Alle bisherigen Magnetitabscheide müssen ausgespült werden. Das heißt, wir verringern das Anlagevolumen, müssen nachfüllen. Wir haben das Problem Verbrühungsgefahr, weil das 80-gradige Wasser, das da rauskommt, muss ja auch irgendwo aufgefangen werden. Wir machen das Ganze trocken und das ist auch ein Bestandteil unseres Patentes. Des Weiteren können wir in alle externen 180 mm Standardpumpen 1:1 implantiert werden, eingebaut werden. Ein Riesenmarkt, den wir gerne mit Ihnen gemeinsam erschließen wollen. Und wir haben noch als letzten Punkt keinerlei Umbauarbeiten, denn der Ersatz 1:1 des Systems ist ohne irgendwelche Baumaßnahmen an der bestehenden Infrastruktur machbar. So spart der MK1 neben Montagezeit noch mit einem Dreh Energie- und Wartungsaufwand. Wir zeigen Ihnen gerne das Produkt bei uns auf dem Stand, Halle 11, D47A. Da können Sie es sich gerne mal ansehen, angreifen und auch mit uns gerne über die Möglichkeiten des Einsatzes bei Ihnen in Ihren Systemen sprechen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche noch eine gute Messe und noch einen schönen Gruß an meine Freunde aus Italien, Balbomec. Danke. Dankeschön. Dankeschön, Herr Steitz. Das war ein ganz toller Abschluss für die erste Pitchrunde der ISH. Ich freue mich sehr, dass wir so viele Zuschauer hier hatten, die uns dabei begleitet haben. Wie Herr Steitz schon gesagt hatte, wir sind natürlich gerne auch für persönliche Gespräche noch in Halle 11 für Sie da, gleich hier auf dem Gang auf der gleichen Ebene bleiben in Halle 11. Ganz große Startup-Area. Suchen Sie nach unseren Farben und dann finden Sie uns ganz einfach.
Morgen in der Startup Hour beginnen wir mit einem Talk zu Sensorik für den klimaneutralen Gebäudebestand. Auch ein ganz spannendes Thema, was nicht nur von etablierten Unternehmen, aber auch von Startups zunehmend aufgegriffen wird. Also heißen wir Sie dort morgen natürlich auch gerne willkommen und haben dann auch anschließend wieder die nächste Runde spannender Vorstellungen von jungen Startups. Jetzt ist aber unsere Startup Hour für heute vorbei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe gern an Inga.